Hier sollen wir jetzt zu den folgenden Parabeln die Funktionsgleichung angeben. Und grundsätzlich muss man natürlich dabei immer prüfen, ist es eine Normalparabel oder ist die noch gestaucht oder gestreckt? Das heißt, hat die noch weitere Komponenten als einfach jetzt hier nur diese allgemeine Form y ist gleich x Quadrat plus v. Dabei ist v der y-Achsenabschnitt. Bei einer Normalparabel ist der 0. Wir haben hier zum Beispiel so eine Normalparabel, nämlich die rote. Das heißt, diese rote, die kann ich gleich mal so benennen. Ich schreibe das hier immer so an den Rand. Y ist gleich einfach nur x Quadrat. Das ist hier diese rote hier. Ja, wie teste ich das? Erst einmal, diese Parabel hat hier im Ursprung, hat die ihren Scheitelpunkt, sagt man. Also da, wo die Parabel sozusagen ihren Tiefpunkt hat, na, also wo die sozusagen, wenn das eine Vase wäre oder ein Glas oder so, dann würde die ja genau auf diesem Punkt hier stehen. Das nennt man Scheitelpunkt. Und deswegen sieht mir das schon mal nach einer Normalparabel aus. Aber man muss natürlich noch testen. Ist das wirklich eine Normalparabel? Und das kann man mit einem einzigen Test machen. Erst einmal, ist sie symmetrisch? Ja, ist sie. Sie sieht links genauso aus wie rechts. Ist also schon mal eine Parabel. Und wenn ich eine Einheit nach rechts gehe, gehe ich dann auch im Funktionswert nur eine Einheit hoch. Also ich gehe jetzt hierhin zu der 1 und checke, was ist sozusagen der y-Wert zu dieser 1 hier. Und das ist hier 1. Und deswegen ist man, wenn man eine Einheit nach rechts und dann eine Einheit hochgeht, dann ist es eine Normalparabel. Also ist das y gleich x Quadrat, das stimmt. Gut, gucken wir mal nach der blauen. Jetzt gehen wir mal von oben nach unten runter. Auch hier ist sozusagen wieder der Ursprung wirklich auch auf der y-Achse, aber der ist jetzt hier nicht im Nullpunkt, sondern verschoben, nämlich 12 Einheiten in die positive Richtung. Jetzt müssen wir noch checken, ist es wirklich auch eine verschobene Normalparabel, das heißt eine Einheit nach rechts. Und wenn ich jetzt hochgehe, darf ich auch wirklich nur eine Einheit hochgegangen sein. Und du siehst ja hier diese Kästchen, das ist immer sozusagen eine Einheit. Und genau dieses eine Kästchen habe ich hier gemacht quasi. Das heißt, hier wäre jetzt 13. Das heißt, ich wäre eine Einheit zur Seite gegangen, eine Einheit nach oben, hätte diesen Punkt erreicht. Jawohl, das ist eine verschobene Normalparabel. Und somit ergibt sich hier die Funktionsgleichung y ist gleich x Quadrat plus und dann die Einheiten, die auf der y-Achse verschoben sind, 12. Jetzt kommen wir zu der schwarzen Gleichung hier. Auch hier wieder, alles klar, liegt hier bei sozusagen y gleich 3, aber ist das auch eine Normalparabel? Ich gehe eine Einheit nach rechts, gehe eine Einheit nach oben, passt auch hier wieder 1 und 1, super. Also kann ich hier die Funktionsgleichung hinschreiben, ist y gleich x Quadrat, das ist die Gleichung erstmal nur für die Normalparabel und sie ist noch um 3 Einheiten in y-Richtung, in positive y-Richtung verschoben, also y ist gleich x Quadrat plus 3. Gut. Na, es geht auf jeden Fall recht fix. Jetzt haben wir noch die Grüne. Die Grüne hat auch wieder hier ihren Punkt da. Und hier machen wir auch wieder den Test. Eine Einheit zur Seite, eine Einheit nach oben. Passt auch hier. Ich erreiche hier also wieder den Graphen. Das ist also eine Normalparabel, die minus 2 Einheiten verschoben ist in y-Richtung. Also haben wir hier die Funktionsgleichung y ist gleich x Quadrat und dann aber minus 2, weil sie sind ja 2 Einheiten in negative y-Richtung verschoben. So, und jetzt machen wir noch ein bisschen gelb, aber ich mache das gelb so, dass du es lesen kannst, hoffentlich. Auch hier haben wir wieder hier einen Punkt, wieder der Test, eine Einheit zur Seite, eine Einheit nach oben, 1, 1, passt. Ich komme hier wieder auf den Graphen, es ist also eine Normalparabel und zwar y ist gleich x Quadrat und minus 5 Einheiten in y-Richtung verschoben. Und das war es auch schon wieder dazu. Was habe ich in Aufgabe 3? Also das nächste Video. Ja, ich glaube, das ist noch mal ein bisschen eine Textaufgabe. Die kommt auch häufig in Klassenarbeiten vor. Also solltest du dir unbedingt noch geben. Aber es zeigt jetzt einfach, das Koordinatensystem ist, wie es ist. Und die Parabel liegt halt etwas weiter hier oben. Na, hier, ich weiß nicht, ob du es auf dem Video sehen kannst. Das ist y gleich 10. Also ist sozusagen um 10 Einheiten in positive y-Richtung verschoben. Und wenn man jetzt sozusagen hier unterschiedliche Küchenkonstellationen hat, dann kann man sagen, der kleinere oder ein Raum, ein Beiraum.